müssen auf intelligente Technik setzen. Das ist nicht nur kostengünstiger, das würde die Sicherheit im Gotthard-Strassentunnel auch sofort und nicht erst in 15 Jahren erhöhen. Da gibt es dazu verschiedene Massnahmen. Eine davon ist eine versenkbare Mittelleitplanke, die verhindern würde, dass es Frontalkollisionen geben kann. Eine andere Massnahme ist die Temporeduktion auf 60 Stundenkilometer. Das würde den Bremsweg massiv verkürzen. Eine weitere Massnahme ist auch die Installation eines Thermoportals, wie es am Südeingang des Gotthardstrassentunnels heute schon existiert. Ein Thermoportal erkennt überhitzte Fahrzeuge und stoppt die. Eine weitere Massnahme ist die Einführung von Fahrassistenzsystemen in den Autos. Eine Durchfahrt durch den Tunnel nur noch erlaubt ist, wenn man intelligente Technik im Auto eingebaut hat. Und eine ganz grundsätzliche Massnahme, die aber eine sehr wirksame ist, ist die konsequente Verlagerung von allen Gütern von der Strasse auf die Schiene. Lastwagen haben im Tunnel eigentlich nichts verloren, weil die Sicherheit würde massiv erhöht werden, wenn der Tunnel lastwagenfrei funktionieren würde.